Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 13 mit mir, mit eurem Badeschlappen und heute mit einem ganz wichtigen Thema. Ihr seht schon oben im Videotitel, heute geht es um das Thema Investor. Ja oder nein? Das ist die große Frage, denn in den letzten Tagen und Wochen kam es immer häufiger vor, dass ihr unter den Videos drunter geschrieben habt, ich soll jetzt mal endlich den Investor reinhauen, Mensch. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich da einfach mal euch entscheiden. Schreibt doch am besten einfach mal unter dieses Video, ob ihr den Investor haben wollt oder ob ihr ihn nicht haben wollt, damit wir da mal so einen groben Überblick haben. Ich möchte mir trotzdem noch rausnehmen, dann am Schluss selbst zu entscheiden, ob ich ihn dann letztendlich nehmen will oder nicht. Aber ich denke mal, ich werde so machen, wie es ihr dann haben wollt. Also einfach mal drunter schreiben, Investor ja oder nein. Oder wenn schon jemand geschrieben hat, ich will den Investor sehen, dann gebt dem am besten einen Daumen hoch, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher bleibt. Würde ich mich freuen, wenn ihr da eifrig mitmacht, wie immer, damit wir da in dem Bereich mal ein bisschen vorankommen, wie wir es denn jetzt endlich machen wollen, ja oder nein zum Investor, das ist die große Frage. Also ihr könnt entscheiden, einfach mal drunter schreiben, ihr könnt ja mal reinschauen, hatten sie in einem Spielstand noch keinen Investor, kommt einer an Bord und versorgt ihren Verein mit einem Haufen Geld, mit dem Geld kommen jedoch auch gestiegene Erwartungen, sie können den Investor unter Finanzen Budgetänderungen aktivieren, also wir hätten ihn, müssten ihn aber noch nicht mehr aktivieren. Naja, werden wir dann sehen, wie das Ganze abläuft. Das auf jeden Fall schon mal so zum Thema Investor, damit ihr da Bescheid wisst. Wie gesagt, einfach mal ein paar Kommentare drunter hauen. Dann weiß ich mehr und dann können wir das demnächst auf jeden Fall mal angehen. Aber jetzt machen wir erstmal die ganzen Nachrichten. Rösler hat sich verletzt. Oh ja, das war ja was. Im letzten Spiel gegen die Ingolstädter. Naja. Haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt, ne? Das Spiel gegen Ingolstadt. Jetzt sind die wieder so nah dran. Wenn ich nochmal die Tabelle schnell aufmache. Stehen wir auf Rang 13, die Ingolstädter auf Rang 16. Das war vorher ganz anders. Mit einem Sieg wären wir richtig davon gezogen, aber was willst du denn machen? Jetzt können wir den Sieg nicht mehr holen. Jetzt ist es vorbei. Auf jeden Fall, Rösler hat sich verletzt, fällt bis zu 10 Tage aus oder könnte bis zu 10 Tage ausfallen. Das ist schon mal nicht gut, aber was willst du machen? Fanbeauftragter hat für das nächste Auswärtsspiel 5 Busse spendiert, sehr schön. So, Sebastian Neumann wurde nach seinem Platzverweis wegen groben Foulspiels für 3 Spiele gesperrt. Akzeptieren Sie das Urteil des Sportgerichtes? Ich habe das nicht, ich glaube, ich habe die Nachricht beim Fußballmanager 13 haben wir sie auch noch nie bekommen, auf jeden Fall. 3 Spiele, das wäre Duisburg, Braunschweig, Nürnberg, oh. Ja, aber komm, was willst du groß machen? Ich meine, grobes Foulspiel, ja, so. Statusbericht Verletzungen. Bernhard Kaspari liefert Ihnen eine Liste, das können wir noch mit Sascha Rösler. So, dann. Stefan Janssen erzielte 2 Tore, hat ein großartiges Spiel gemacht in unserer Jugendmannschaft. 3-1 gewonnen gegen Sandhausen. Das ist schon mal gut, denn das ist unsere hier A-Jugend. Dass wir da möglichst schnell wieder hochkommen in der Liga. Höher, A-Junioren 2, vielleicht sogar irgendwann A-Junioren 1, aber A-Junioren 2 wäre auf jeden Fall schon mal richtig gut. Würde ich mich freuen. Lukic mit einer Vorlage, hier Schilke. Sauerländer ebenfalls und ja, Sauerländer mit einem Tor noch. Janssen mit 2 Buden, sehr schön. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ansprache fehlgeschlagen, das sieht nicht ganz so gut aus. Können wir auch nochmal wegmachen. Und hier, ihr Scout Sebastian Stutz berichtet, dass ein Freund ihm einen Tipp für einen vielversprechenden jungen Spieler bei Heart of Midlothian gegeben hat. Es handelt sich um Florin Plenithiano. Ne, ich glaube irgendein Rumäne, ich weiß es nicht. Wir sollten ihn beobachten, bevor sich das rumspricht, meint er. Moldawien oder was das ist. Ja, wir sollten ihn... Ne, Rumänien? Keine Ahnung. Daher Rumänisch kann er nur zu Rumänien sein. Wir sollten ihn beobachten, dann werden wir ihn doch gleich mal scouten. Und zwar soll das er hier machen. Bis Bekanntheit 10. Okay, und dann nehmen wir natürlich auch noch gleich mit rein ins Blickfeld, damit wir das auch haben. Sehr schön. Okay, dann hätten wir schon mal die ganzen Nachrichten hier abgearbeitet. Ihr seht, da unten blinkt noch sowas auf. Und zwar ein neuer Sponsor. 16 Freibanden haben wir noch. Wir müssen mal schauen, Einzelpreis, kann man das sortieren? Ja, kann man, sehr schön. 11.400, ja, 4, das war ein bisschen schlechter Deal von mir. Ich glaube, der war erst noch, oder war der erst neulich, ich weiß es nicht. Neulich hatten wir auf jeden Fall irgendeinen Deal hier, aber ich glaube, das war so, war was Besseres. Techniker Krankenkasse, ich weiß es nicht. Egal, 11.400, die bieten 8.810, naja, das wäre hier unten, das wäre der drittschlechteste. Ein bisschen was sollten sie noch bieten, aber ein Jahr ist halt immer gut, ne? Halt nicht Laufzeit erhöhen, um Gottes Willen, Summe erhöhen. Ja? Ja? Komm, unterschreiben. 10.300, das ist sowas von in Ordnung. Die nehmen wir mit. So, dann wären die nämlich hier. Na wunderbar. Also haben wir da auch eine noch 7 freie haben wir übrig. Da sind wir überall dicht besiedelt. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Bis zum 14.10.2013 läuft eine Kampagne zum Anwerben neuer Sponsoren. Ja, ein paar haben wir schon bekommen.
hier diesen Versandhaus-Premium-Sponsor, das ist schon mal ganz gut. Dann Vodafone und noch dazu, glaube ich, zwei andere Sponsoren bei der Bandenwerbung. Also da haben sich die knapp 50.000 jetzt schon auf jeden Fall mega gelohnt, gar keine Frage. Wenn wir hier mal reinschauen, kommen wir insgesamt auf 1,52 Millionen. Das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Okay, hätten wir das abgeschlossen, dann würde ich mal sagen, werden wir ein bisschen quatschen mit unseren Jungs nach der Niederlage jetzt zuletzt dagegen die Ingolstädter. Was nicht das war, was wir uns vorgestellt haben, wie gesagt. Aber was willst du denn machen, ne? So ein Ding kommt halt mal vor, so eine Niederlage. Und mir ist auch aufgefallen, wenn man reinschaut, natürlich kann man sagen, hier uns fehlt so ein bisschen die Konstanz. Wir haben mal gewonnen, verloren. Unentschieden, verloren, gewonnen, verloren. Ja, aber das Problem ist, das ist doch immer so, oder? Ich meine, wir sind gerade aufgestiegen in die zweite Liga. Dass wir da noch keine Konstanz reinbringen können, ist eigentlich klar. Von daher, mit einem Sieg, Niederlage, das wäre doch auf jeden Fall in Ordnung. Dann hätten wir, lass mich überlegen, 17 Spiele, 34 Spiele, also 17 mal 3, wenn 51 Punkte, ey Leute, das wäre genial, wenn wir abwechselnd immer verlieren und gewinnen. 51 Punkte, wären wir oben irgendwo mit dabei dann am Schluss. So, keine Ahnung, 4., 5., 6., 7., 8. Wäre auf jeden Fall schön, aber wie gesagt, Hauptsache nicht absteigen. Und das wird schon schwer genug, wie man gesehen hat, wenn dann mal, vor allem wenn du dann mal so ein Spiel hast wie gegen Ingolstadt, wenn du das mal verlierst. Und jetzt sagen wir mal, jetzt wartet gleich danach, gut, Duisburg, die sind auch nicht so schlecht drauf, ne, die sind noch 6 da, aber jetzt sagen wir mal, jetzt wartet Nürnberg oder Lautern oder so. Und dann verlierst du das auch noch. Ja, dann kann es beim Manager mal schnell passieren, dass der ganz unten reinrutscht. Ups, das wollte ich nicht, so. Und dass es da dann schwierig ist, wieder rauszukommen. Natürlich hat man da schon ein paar Tricks, sage ich mal, aber dass das schwierig ist, das ist ganz klar. Sag mal, wieso geht denn der hier immer weg, will der mich verarschen? Rede mit Freddy Bock. Ich habe mit Freddy Bock geredet. Er machte gar keinen so unglücklichen Eindruck. Ich glaube nicht, dass das Gespräch viel gebracht hat. Okay. Auch nicht schlecht. Wobei der eigentlich nicht ganz so zufrieden ist aufgrund seiner fehlenden deutschen Sprachkenntnisse. Aber das kriegen wir schon noch hin. Beziehungsweise es kam auch der Vorschlag, was ich noch erwähnen muss in den Kommentaren, ob man einen Bock nicht mal in die zweite Mannschaft steckt. Wäre natürlich auch eine Überlegung wert. Ne? Ich meine, wir haben jetzt halt unseren Timmy the Beast Thiel und unseren Robert. Deswegen ist da die Frage, ob ein Borg so oft noch zum Einsatz kommen wird. Wenn wir mal reingehen, Spielergespräch, können wir ihm sagen, ich schicke dich in die zweite Mannschaft, damit du möglichst viel spielst? Ja, das geht. Okay. Dann machen wir das jetzt nämlich mal. Aktion in die Reserve verschieben. Das war, ist eigentlich ein ganz guter Tipp, muss ich sagen. Und sollte da mal wieder ein bisschen Spielpraxis sammeln. So, für Keule rein. Heute darf aber natürlich mit für Greif. So, passt. Okay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ein Stückchen weiter, ein Tägchen weiter in die nächste Woche. Richtung Dienstag, damit wir mal ein bisschen vorankommen. Denn das nächste Spiel steht an. Wir spielen zu Hause gegen den MSV Duisburg. Eine absolute Top-Mannschaft. Zumindest hier im Fußballmanager. Auf Rang 6. Von daher sollten wir uns anstrengen und hoffen, dass wir ein Pünktchen irgendwie mitnehmen. Das wäre schon mal richtig genial. Und schaut euch mal das an. Das ist genial. 5 Sterne bei Taktik haben wir. Wie cool ist das denn? Also das scheint zu funktionieren. Genauso Mitarbeiter, 4 Sterne, beziehungsweise 8. Ich sage immer nur 4. Ihr wisst, was ich meine. Transfers, gut, die haben aber auch hochgearbeitet. Von einem halben Stern oder einem Stern jetzt auf 4. Das ist in Ordnung. Und der Rest passt auch, denke ich mal, würde ich so behaupten. Also da können wir uns eigentlich überhaupt nicht beschweren, ne? Ich meine, was da am Anfang für Werte gestanden haben und jetzt sowas? Nicht schlecht. So, die Bayern. Champions League gewinnen gegen Liverpool mit 2:1. Gomez mit einem Doppelpack und Suarez für die Reds, ja, das soweit zum internationalen Geschehen, aber das interessiert uns ehrlich gesagt gerade gar nicht. Jetzt hat natürlich Borg einen Muskelfaserriss, jetzt haben wir ihn gerade in die zweite reingehauen und dann fällt er mit dem Muskelfaserriss aus. Mann. So, das interessiert uns noch nicht, komm. Das ist noch Gruppenphase, vor allem dann nicht Europa League. Da schauen wir dann mal so am 5., 6. Spieltag vielleicht mal rein, wer grob weiterkommen könnte, wer nicht und so weiter, dass wir da Bescheid wissen. Aber großartig, da irgendwas machen brauchen wir nicht. Wir gehen mal wieder Golf spielen, Handicap von 30. Okay, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Wir können noch mal ein bisschen quatschen, aber das sind die Gespräche noch verbraucht, oder? Nee. Okay, mal schauen, ob wir noch irgendjemand was Cooles sagen können. Wir müssen mal schauen, wer ist denn hier? Freunde, das ist schon mal ganz cool, aber nicht wichtig jetzt für uns. Ich will nämlich schauen. Frustration. Olyang Besi. Quatschen wir noch mal mit ihm. Warte mal, für was ist er oder wegen was ist er unzufrieden? Wahrscheinlich, weil er nicht gespielt hat. Letztes Spiel verloren, hat die letzten 8 Spiele nicht gespielt. Eieiei. Okay, dann sagen wir ihm. Gib im Training alles. Ich tue, was ich kann, allerdings weiß ich nicht, ob momentan noch viel Luft nach oben ist. Okay. Scheint da schon am Limit zu sein momentan.
Erfüllte Ziele, oh, 14 gleich, sehr geil. Fehlende Ziele 10. Wollen alle Stammspieler sein hier. Möchte mit kurzen Pässen spielen, Knoll. Möchte fair bezahlt werden, Leipertz. Möchte fair bezahlt werden, Maker. Die beiden, die bei uns anscheinend nicht ganz so viel verdienen. Okay, und das passt, denke ich mal, soweit. Wir können mal reinschauen in die Teamhierarchie. Rösler nicht voll vom Team akzeptiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das richtig gut. Wenn jetzt vielleicht noch einer von diesen hier, von den einflussreichen Spielern, vielleicht ein Maker oder ein Weber oder so, da noch mit hochrutschen. Boah, das wäre perfekt. Und dann vielleicht noch ein Newcomer hier wie Leipertz. Das wäre auf jeden Fall genial. Aber gut, auch so passt das eigentlich. Kann man nicht meckern. Bin ich im Großen und Ganzen auf jeden Fall zufrieden mit. So, was haben wir hier? Neue Trainingsziele erreicht von den Jugendspielern. Datenbank aktualisiert. Da gucken wir auch mal rein. Und zwar, ach ja, wir wollten ja noch schauen wegen ihm hier, den wir scouten. Scoutbericht, was sagen sie denn? Für die Bewertung der Teamdynamik hätte eine Verpflichtung eine ungefähre Auswirkung von 7 Punkten. Okay, potenzieller Top-Spieler. Alter Schwede. Also der scheint nicht schlecht zu sein. Und zwar überhaupt gar nicht schlecht. Der scheint richtig gut zu sein. Was hat er denn für eine hier Bekanntheit 5? Also können sie noch ein bisschen scouten. In 2 Tagen. Meine Fresse, aber das ist schon mal ein richtiger Hammer. Problem ist halt, wie gesagt, nur... Ach, aber der ist A-Jugend auch noch. Der ist auch noch A-Jugend, aber wir können ihn nicht holen. Wir können ihn nicht holen. Obwohl er ja ablösefrei wäre. Dazu müssten wir erstmal jemanden verkaufen. Aber wen? Das ist die Frage, ne? Aber das ist schon mal ein richtiger Knaller. Gar keine Frage. Sollten wir weiter im Blickfeld haben oder lassen. Und da weiter mal aufpassen. Vielleicht wird aus dem noch was. So, dann machen wir mal einen Aufstellungsassistenten. Passt, dann gehen wir rein. Spiel der zweiten Mannschaft. Hoffentlich mal wieder mit einem Pünktchen. Und unsere Hertha hat verloren. Beziehungsweise ist nach 5 Spielen. Nach 5 Spielen ist die Serie von Hertha zu Ende gegangen. Ach so. Haben sie endlich mal gewonnen, so rum. 5 Spiele verloren. Auch nicht schlecht. Okay. Und unsere zweite verliert mal wieder mit 2:0. Wenn wir reingehen hier unten, immer noch auf dem letzten Platz. 6 Punkte hinter dem rettenden Ufer. Aber das war uns klar, wie gesagt. Aber ich kann es nicht oft genug sagen. So, Heimspiel, meine Lieben. Alemannia Aachen gegen den MSV Duisburg. Der 13. gegen den 6. Wir spielen zu Hause. 26.269 Zuschauer werden erwartet. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Kracher, würde ich sagen, oder? Steht hier nicht irgendwo immer... Ja, hier, Distanz, Luftlinie, 85 Kilometer. Also wir liegen gar nicht so weit auseinander. Das ist schon richtiger, fast ein richtiges Derby hier, ne? So ein kleines Derbychen. Mehr oder weniger. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein, machen die Aufstellung. Beziehungsweise hier schauen wir nochmal. Die Topspiele, 1860 München gegen den 1. FC Nürnberg, sprich das bayerische Derby hier. Dann Bochum, Lautern und Düsseldorf gegen Pauli. Das sind auf jeden Fall richtige Kracher. Mein Lieber, das sind wirkliche Kracher hier. Der 3. gegen den 1., der 7. gegen den 2. und der 5. gegen den 10. Und das nach, wie viele Spiele haben wir? Wenn wir mal reinschauen. 7 Spiele. Also da ist eigentlich, die sind noch nicht weit auseinander. Hier zum Beispiel der 5. und der 10., das sind 2 Punkte. Ganz klar, also das wird spannend werden. Mit einem Sieg, an den ich noch gar nicht glauben möchte, können wir uns natürlich wieder ein bisschen nach oben ranwagen, ein bisschen nach unten oder von unten weg befreien. Mit einer Niederlage hingegen wird es richtig eng, ne? Das ist auch klar. Das ist auch klar. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir müssen mal ein bisschen unsere Aufstellung ändern. Beziehungsweise jetzt bräuchten wir eigentlich den Borg, aber der ist ja auch jetzt verletzt. Weil Neumann ist rot gesperrt. Deswegen schauen wir doch mal, wer wäre denn der Beste momentan. Thomas Stehle. Werden wir ihn doch mal bringen. Hat auch noch eine 13er Form, das ist schon mal ganz gut. Und Rösler muss raus. Da darf Knoll mal wieder ins offensive Mittelfeld. Und links darf dann ein... Andersen ran. Elfer Form. Heller, was hat Heller? 61. Und eine 9. Ja, komm, dann geht Andersen rein. So, dann machen wir das eben so. Und dann müssen wir noch aus der zweiten Mannschaft jemanden mit reinkloppen. Und zwar wird das Svefcik sein. Für eine Woche, für das nächste Spiel machen wir mal erst, oder? Können wir immer noch schauen danach. Okay, passt. Würde ich sagen, dann schieben wir ihn noch eben rein. Und zwar hier hin. Und dann spielen wir bei Duisburg. Wir spielen zu Hause, aber ganz ehrlich, wie wollen wir denn taktisch mäßig auflaufen? Eigentlich doch eher so ein bisschen defensiver, ne? Übers Konterspiel vielleicht kommen. Würde ich fast sagen. Denn das wird schwierig werden gegen die Duisburger. Auch wenn die jetzt zuletzt vielleicht ein paar Mal nicht die Punkte geholt haben, die sie holen wollten. Aber die sind trotzdem noch viel zu stark.
Für uns zumindest, für uns. Ich habe gerade überlegt, wie wir es machen wollen mit Andersen, beziehungsweise da müssen wir nochmal schauen. Denn er ist ja anscheinend einer, der häufig flanken soll, aber ob er so oft, ne, er kann nicht gut flanken. Kaum. Flügelspieler, ja gut, das ist klar. Steil gehen, hier, genau, geht steil, das passt. Okay. Halt hier, Laufwege möchte ich bearbeiten, dann soll der nämlich auch mal so ein bisschen mehr in die Mitte ziehen und ihr hier auch. Die bleiben erstmal ein bisschen defensiver, genau. Das passt auch soweit. Demai und Staffel, die machen hier mal die Mitte so ein bisschen zu. Knoll muss mit nach hinten arbeiten, gar keine Frage. Thiele. Ups. Thiele natürlich auch ein bisschen. Ja, Lego Mio. So machen wir es. Und. Geht nicht. Thiele, so, machen wir es so. Machen wir so. Und. So, jetzt haben wir es. Okay, perfekt. Knoll darf mit vor, Thiele mal dann so ein bisschen rüber. Okay, na, da bin ich aber mal gespannt. Mal der Vergleich. Wie stehen denn so die Duisburger da? Exlager vorne drin, die meisten Tore geschossen. Brosinski, die meisten vorbereitet. Brandy, den haben wir ja auch im Blickfeld gehabt, den guten Sören Brandy. Giasula, Hoffmann, boah. Alter Schwede, ne, der ist auch bei uns im Blickfeld, glaube ich, genau. Der Gute. Wahnsinn, 3 Tore schon in 7 Spielen als defensiver Mittelfeldspieler. Eigentlich ja sogar als Innenverteidiger. Laiwa Kabesi, woher kenne ich den? Holländer, Transfers. Ah, der war mal bei Aachen, ah, okay. Vielleicht daher. Dann haben wir noch Lacheb, Bajic, Kern und Wiedwald im Tor. Also das wird auf jeden Fall richtig, richtig schwer werden. Ein richtiger Kracher, du, mein Lieber. So, 4 neue Nachrichten haben wir noch, die gehen wir eben noch an. Und dann können wir schon reingehen. Datenmark aktualisiert, das hatten wir. Hier haben wir nochmal eben, dass unsere Zweite mit 2-0 verloren hat. Zwefcik sogar der beste Mann, darum darf er jetzt auch gleich mit. Oh, City mal mit dem Tor für Aalen, der war mal bei den Fürthern. Und Dausch danach noch zum 2-0. Bester Mann, wie gesagt, bei uns war dann ein Zwefcik oder Zwefcik, keine Ahnung, mit einer 2,0. Deswegen darf er auch gleich mal mitfahren. Das können wir löschen, das können wir löschen, das können wir löschen. Und er hat Stufe 5, da müssen wir eigentlich nochmal reinschauen. Und zwar, eigentlich müsste er jetzt schon fast mehr haben, oder? Immer noch 5. Steht immer noch dasselbe da, okay. Stärken, Antritt, Dribbling, Schwächen, Robustheit, Fernschüsse. Ja gut, Fernschüsse ist mir wurscht. Das ist mir egal. Okay, nee, dann würde ich sagen, ich quatsch gar nicht mehr groß drum rum. Wir speichern eben und dann gehen wir rein ins Spiel gegen den MSV Duisburg, damit wir da mal wieder ein bisschen zocken können, oder? Ich hab Bock. Also, rein geht's. Spiel starten. Schauen wir mal noch eben, Textmodus, ja natürlich Textmodus, 704 zu 734, ist natürlich schon ein kleiner Unterschied, klein aber fein, 30 Punkte. Dafür sind wir von der Verfassung her ein bisschen besser sogar, um einen Sternpunkt hier, sehr schön. Und was sagen wir denn den Jungs, was geben wir mit auf den Weg? Heute wird keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen, wir werden ihnen den Spaß am Fußball nehmen. Ja, wir werden ihnen den Spaß am Fußball nehmen.